Mein Name ist André Hermlin, ich bin Musiker von Beruf. Geboren wurde ich 1965 in Berlin-Pankow. Was ist das Erste, was Sie sich erinnern? Dort drüben war eine Kinderärztin, die Frau Weiß. Und meine früheste Kindheitserinnerung ist, ich bin bei ihr mit meiner Mutter und ich soll offenbar gewogen werden. Jedenfalls legt man mich auf eine Babywaage. Und ich weiß, dass ich furchtbare Angst habe, runterzufallen. Und ich möchte nicht auf diese Waage gelegt werden. Das ist eine ganz frühe Erinnerung. Ich kann also eigentlich höchstens anderthalb gewesen sein. Das ist nur ein Gefühl und ein Schema. Denn die Waage habe ich natürlich später dann noch gesehen. Aber ich weiß, dass ich sozusagen Angst habe, da runterzufallen und dann nicht rauf will. Und eine andere Erinnerung ist, da bin ich etwas älter, da denke ich, bin ich vielleicht 2 Jahre alt. Ich bin in meinem Zimmer oben und meine Mutter ist mit unserer Haushälterin, der Frau Zugis, vorne irgendwie hier so an der Treppe. Und ich bin in meinem Kinderbett und zwar in einem Bett mit Gitterstäben. Deswegen kann ich höchstens 2 Jahre alt sein. Und ich werfe immer ein Spielzeug raus, ich glaube so einen Hasen und rufe dann immer Mama. Und dann kommt meine Mutter und bringt den Hasen wieder zurück. Und das mache ich so ein paar Mal. Und dann irgendwann sagt meine Mutter so, jetzt ist, aber, also, jetzt ist Schluss sozusagen. Und ich werfe den Hasen wieder raus und sie kommt, gibt mir den Hasen und schiebt aber das Bett ein Stückchen von der Tür weg, damit ich nicht an den Türgriff komme und aufmachen kann. Und ich weiß noch, wie ich dann anfange, in diesem Bett mich immer so hin und her zu bewegen. Und tatsächlich gelingt es mir, dieses Bett wieder zurückzubewegen, zurückzuruckeln sozusagen zu dieser Tür und ich mache sie auf und rufe triumphierend Mama. Ja, also das ist auch so eine ganz frühe Erinnerung. Können Sie mir die Geschichte zu Ihrem Namen erzählen? Gibt es eine Geschichte? Na ja gut, also mein Vater wurde als Rudolf Leder geboren. Die Leder-Familie war eine jüdische Familie. Mein Großvater David Leder war zum einen ein sehr erfolgreicher Kaufmann in der Weimarer Zeit, aber war vor allen Dingen ein Kunstsammler. Er war ein hervorragender Pianist, spielte jeden Morgen 2 Stunden aus dem wohlkalibrierten Klavier, bevor er ins Büro fuhr. Und ansonsten sammelte er Kunst. Er gehörte zu den bedeutendsten Liebermann-Sammlern in Deutschland, war mit Max Liebermann eng befreundet. Das Bild, was hier hinter mir hängt, ist kein Original. Es ist eine Kopie eines Bildes von Max Liebermann und das zeigt meine Großmutter Lola. Mein Großvater war dann nach 1933 noch in Deutschland geblieben. Mein Vater hatte angefangen, erste Sachen zu schreiben in dieser Zeit, noch als Jugendlicher, und hatte sich den Namen Stefan Hermlin gegeben. Und nach der Immigration hat mit großem Glück überlebt. Mein Großvater kam in der Reichskristallnacht, in der sogenannten Reichskristallnacht, ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Es gelang ihm aber noch im Sommer 1939 aus Deutschland rauszukommen. Und nach dem Krieg kehrte mein Vater bereits als Schriftsteller zurück. Sein erstes größeres Buch ist erschienen in Zürich 1944. Und mein Vater wurde dann unter dem Namen Stefan Hermlin einer der bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands. Und ich wurde geboren 65. Ich hatte immer nur den Namen André Hermlin, bis ich mit 14 Jahren einen Personalausweis bekommen sollte. Und ich ging zur Polizei und bekam diesen Personalausweis und da stand plötzlich drin André Hermlin-Leder. Und ich weiß noch, kurz bevor das geschah, gab es noch einen anderen merkwürdigen Zwischenfall. Und zwar kam ein alter Schulfreund meines Vaters zu Besuch und kam rein und begrüßte ihn. Na Rolf, wie geht es dir? Und ich war vollkommen konsterniert, aber ist der betrunken? Wieso weiß der denn nicht, dass mein Vater Stefan heißt? Also die Namensführung in unserer Familie war immer mit gewissen Rätseln, ja, sagen wir mal, bedeckt. Heute weiß ich das natürlich alles. Und der Name André Hermlin ist sozusagen mein ganz normaler, im Pass eingetragener, also André Hermlin Leder eingetragener Name. Er setzt sich zusammen aus dem alten jüdischen Familiennamen Leder und aus diesem Schriftstellernamen meines Vaters Hermlin. So überleben beide Namen. Also ich finde das ganz schön.